Schönen guten Abend zu einer nicht ganz so erwarteten Veranstaltung, aber ich freue mich, dass wir uns in dieser Runde unterhalten werden, und ich denke, es kann dadurch auch ein spannendes Gespräch entstehen. Beginnen möchte ich damit, dass das heutige Thema der Kern des heutigen Themas ist die Frage von Grenzen, von Grenzüberschreitungen, von Grenzgebieten. Das heißt, letztlich nur immer die Frage, wie werden Grenzen festgelegt, wie werden Grenzen, und Grenzen müssen auch immer akzeptiert werden von den jeweiligen, von einer Seite der Grenze und von der anderen Seite der Grenze. Und wir wissen ja, dass natürlich auch Grenzen, die Geografen, Topografen, Leute aus der Politik, Leute aus der Wissenschaft, die das immer unterschiedlich verstehen, etwas ganz anderes auch damit meinen. Und damit eine Grenze sein kann, vielleicht doch noch ein bisschen anders gesagt, die Schlussfolgerung ist, dass Grenzen eine Konvention bedürfen, sonst sind sie keine Grenzen. Man muss sich klar sein, was man abgrenzt und wovon man es abgrenzt. Ob das in der Wissenschaft ist, wo man das dann zum Beispiel Interdisziplinarität nennt, ob das zum Beispiel in der Kunst oder in der Literatur, ob das die Fragen ist, wo beginnt die Prosa, wo beginnt die Wissenschaft, in der Frage von einer Sozialpsychologie, die Frage, wer ist wir, wer ist der andere, wer bin ich, wer ist das nicht ich. All das sind Themen, die irgendwie mit Grenzen zu tun haben. Und wenn ich das jetzt mit einem Bonmot jetzt einmal vorläufig so meine Einleitung beenden will, dass wir uns eine knappe Woche nach dem Wahlergebnis in Österreich hier treffen, hat auch was mit Grenzen zu tun, denn das Wahlergebnis ist zumindest grenzwertig, könnten wir es nennen, zumindest grenzwertig, auch wenn es nicht ganz unbekannt geworden, auch wenn es nicht ganz unerwartet gekommen ist. Aber was Grenzüberschreitungen und Grenzbereiche zum Beispiel bei Wahlen betrifft, müssen wir zum Beispiel oder können wir daran denken, was über die Medien dann immer läuft und uns Konsumenten oder Interessierte präsentiert wird, als die Wählerwanderungen. Auch das sind in einer bestimmten Art und Weise politische Grenzüberschreitungen. Eindeutig feststellbar ist letztlich nur in einem sehr rigiden, positivistisch, sozialwissenschaftlichen Sinne letztlich nur, was wird gezählt. Aber auch damit wird auch wieder eine Grenze festgelegt. Ich will jetzt mit meiner Einleitung jetzt einmal damit ein Ende machen. Ich freue mich über meine Gäste. Christoph Reinbrecht, Soziologe der Universität Wien, Ernst Schmiederer, ehemaliger Journalist, seit Jahren Initiator von demokratischen Initiativen, auch, wie ich weiß, besonders in der Frage von wie Menschen mit Grenzen umgehen, mit den üblichen geografischen Grenzen, mit den durchaus üblichen sozialen Grenzen. Und die beiden Gäste, die an einem der Projekte von Ernst mitgewirkt haben. Und ich möchte gern, Ernst, dass du jetzt beginnst, mal kurz das Projekt vorzustellen.
Gut, vielen Dank, Peter, für die Einladung. Als Erste stelle ich am besten mal meine Gäste vor, die ich mitgebracht habe. Das eine ist die Julia Knoll, die links von mir sitzt. Das andere ist der Moshtaba Tavakoli, der rechts von Peter sitzt. Die beiden habe ich kennengelernt im Laufe meiner Arbeit. Ich sammle seit gut 15 Jahren sehr systematisch autobiografisches Material von Menschen unterschiedlichster Herkünfte, sage ich mal. Ich habe das sehr ausführlich gemacht, über 10 Jahre lang, fast 12 Jahre lang für die Zeit, für die Österreich-Ausgabe der Zeit, in einer Kolumne, die hieß Drinnen und Draußen. Und wir stellen ja heute ein Heft vor, Peter, oder du wolltest ein Heft vorstellen. Das kommt zum Schluss. Das kommt zum Schluss, Entschuldigung, ich habe es gleich versemmelt und versaut. Am Anfang. Gleich, ich habe es aufgeschlagen und habe gesehen, drinnen oder draußen in Zeiten autoritärer Grenzen, das hat mich erinnert dran. Ich habe eben diese Kolumne geschrieben über drinnen und draußen und habe im Zuge dieser Recherchen den Moshtaba Tavakoli kennengelernt. Der Moshtaba ist ein, was man heute als Kastel, als Schublade unbegleiteter minderjähriger Flüchtling nennt, UMF sozusagen. Und wir haben uns vor 9 Jahren kennengelernt, 2008. Und er hat mir 2008 seine Geschichte erzählt in der Ich-Form. Da werden wir nachher noch was davon hören. Die Julia habe ich kennengelernt in einem zweiten Projekt, das heißt Wir, Berichte aus dem neuen Ö. Das muss man in die Kamera halten, dass man das auch sieht. Da geht es im Wesentlichen darum, dass wir uns vorgenommen haben, in einem kleinen Team 5000 Jugendliche in Österreich zu finden, die uns in Schulheften ihre Autobiografien, kleine autobiografische Skizzen aufschreiben. Wir gehen mit dem Versprechen in diese Gruppen, dass wir uns bemühen werden, diese autobiografischen Skizzen auch zu publizieren. Mittlerweile haben wir 10 Bücher gemacht mit diesen autobiografischen Skizzen. Wir haben mittlerweile rund 3000 solche Geschichten gesammelt. Die Julia hat eine davon geschrieben und das bringt uns gemeinsam heute zum Peter. Und ich würde vorschlagen, zur Einstimmung sozusagen bitten wir die Julia mal was vorzulesen, oder? Ist das in Ordnung, Herr Moderator? Gern. Also nur, um ein bisschen Kontext zu geben, ich war 15, als ich das geschrieben habe. Man darf sich nicht wundern. Und bist jetzt? 21, stimmt. 21. Das sollte ich vielleicht auch dazu sagen. Und heute würdest du es anders schreiben? Ich würde, glaube ich, andere Dinge, es wären mir andere Dinge wichtig, aber für damals hat das können gestimmt. Wir dann noch drüber reden. Genau. Das finde ich interessant. Julia, 15, auf Hawaii. Wenn man sich bei jemandem vorstellt, ist eine der ersten Fragen, woher kommst du? Meine trockene Antwort, ich bin geboren in Japan, wohne in Wien. Meine Mutter ist aus Brasilien, mein Vater aus Österreich, meine Stiefmutter aus Amerika. Ich habe in Japan nicht mehr als 2 Jahre verbracht. Mich verbindet mit diesem Land nichts, nur meine Geburt. Meine Eltern, also mein Vater und meine Stiefmutter, wohnen auf Hawaii. Nein, das ist kein Scherz. Ich wohne seit 3 Monaten hier in Wien. Ich weiß nicht, woher ich komme. Ich will es, glaube ich, auch gar nicht so genau wissen. Meine Heimat ist, naja, hoffentlich wird es bald Wien sein. Für mich ist Heimat kein Land, keine Stadt. Meine Heimat ist, so blöd es klingt, wohl am ehesten die Musik. Musik ist immer da und wird es immer bleiben. Die Musik ist das eine Sichere in meinem Leben. Natürlich gefällt mir Wien. Eine wunderbare Stadt. Natürlich liebe ich mein kleines Zimmer auf Hawaii. Ich liebe es, zu Hause am Dach zu sitzen und zu sehen, wie die Sonne, meine kleine Insel, mein Zuhause in rotes Licht taucht. Trotzdem kann ich nur einmal im Jahr dort sein. Den Rest des Jahres bin ich irgendwo, in Wien oder Berlin oder in New York. Ich glaube, egal wo ich bin, ich sollte es genießen. Ich kann nicht einfach sagen, dieses Wochenende fahre ich nach Hause. Mein Zuhause ist die Welt. Zu Hause ist, wenn ich mit Freunden bei Starbucks sitze und mich über etwas Sinnloses kaputt lache. Wo ist egal, ob in Europa oder Amerika. Mein Zuhause sind die Menschen und die Musik. Danke. Und klug für eine 15-Jährige. Nein, ich meine das im Ernst. Ja, also wenn ich es jetzt lese, denke ich mir immer so, oh Gott. Nein, nein. Das habe ich mir damals gedacht, aber das ist halt 15 sein. Ne?
Und wie denkst du heute darüber? Ist das sehr ähnlich oder hat sich das sehr verändert? Mein Begriff von Heimat ist immer noch dasselbe. Also das ist immer noch so, dass ich das nicht so sehr fixiere, aber ich schon sehr in Wien zu Hause bin und ich kriege Wien Heimweh, wenn ich nicht da bin, wenn ich länger weg bin aus Wien. Aber eigentlich ist vieles ähnlich. Ich glaube nur, also der Text geht noch weiter, ich habe ihn gekürzt. Ja. Ich glaube nur, ich würde jetzt was ganz anderes erzählen. Und wenn ich das, was ich mit 15 geschrieben habe, jetzt lese, denke ich mir oft, dass es kommt mir ein bisschen banal vor, aber damals war das ganz wichtig und war das ganz schlimm irgendwie und so eine Identitätssuche. Ja. Ja, aber ja. Und wer den Text ganz lesen will, ja, kann das natürlich tun. Diese Bücher gibt es, die gibt es im Buchhandel zur Not, aber die gibt es natürlich auch bei uns. Bezugsquellen kann man dann über den Peter erfragen. Genau. Und da sind in jedem Buch etwa 200 solche Geschichten drin. Und darum habe ich die Juria eingeladen, ihre Geschichte vorzulesen, weil es einfach zeigt, dass jeder Mensch Grenzen überwindet. Das hat nicht nur damit zu tun, dass man die geografisch überwindet, wie in Jurias Fall. Das hat auch damit zu tun, dass wir jetzt in einem Hochparterre sitzen, wo 8 oder 9 Stufen zu überwinden waren, die für dich besonders schwer zu überwinden sind, weil du im Rollstuhl sitzt und nicht über Stufen kannst und dieses freundliche Haus nicht barrierefrei ist. Da hätten wir das nächste Thema aufgerissen. Ja. Also das ist so eine Sache, die aber erst mir erst später bewusst geworden ist. Ich bin ja schon mein ganzes Leben lang behindert, aber das habe ich nie so gesehen. Und jetzt, wo ich in Wien lebe und das mit der Barrierefreiheit schon echt ein Problem ist, merke ich es halt mehr. Also das spüre ich halt schon. Was jetzt nicht heißt, dass die Grenze der Stufen nicht überwindbar ist, aber sie ist da. Also man kann jetzt nicht, also da ist sie schon. Das ist nämlich, also was mir jetzt aufgefallen ist beim Lesen, dass in dem Text, du sprichst ja von einer Heimat und wo du zu Hause bist und wo du dich wohlfühlst, du denkst darüber nach. Das Interessante ist, dass du in diesem Nachdenken eigentlich Grenzen gar nicht vorkommen. Oder anders gesagt, ich erlebe es, dass für dich eigentlich die, wenn überhaupt, dann eine Grenze nur über eine zugewiesene oder selbst vorgestellte geografische oder politische Grenze eigentlich nur existiert. Ja, ich glaube, das kommt hin. Also, ja. Ich würde, ich weiß nicht, hast du was dazu zu sagen? Also ich würde das schon. Nein, ich finde es interessant, dass ja die eine Grenze, die jetzt im Text nicht vorkommt, aber die retrospektiv vorkommt, ist ja die Überschreitung. Ist ja die Überschreitung der Adoleszenz. Ja? Das heißt, sie sind ja in diesem Weg, den sie beschreiben, ist ja auch ein Weg hin zu einem Erwachsenen-Sein von einem Jugendlich-Sein. Als 15-Jährige ist man sozusagen anders. Und das ist das Tolle und Berührende an dem Text, dass er sich sehr öffnet, diesem Adoleszenz-Sein. Das finde ich sehr beeindruckend. Wobei man nicht, um das zu schmälern, sondern um es zu betonen, dazu sagen muss, dass die Juria immer schon sehr viel geschrieben hat, sehr erfolgreich schreibt, in allen möglichen Schreibwettbewerben etc. aufgefallen ist. Also da ist jemand, der mit Schreiben sich selbst erkundet, seine Grenzen. Das Adoleszenz ist ja, also Jugend- und Erwachsenensein ist ja klassisch gesehen weil ja eine Statuspassage. Also eine Grenze, die man mit einem Ritual oder irgendeiner Form von Ritual überwindet. Und das Schreiben ist vielleicht eine Form, auch dieses Ritual zu ersetzen, quasi zu abzuarbeiten, diese Art von Rollenzuschreibung, die man hat als Jugendliche und die, mit der man konfrontiert, das ist das Erwachsene. Und das spürt man in diesem Text. Aus einer Perspektive einer Jugendlichen, die sehr weit vordenkt, ja, ohne jetzt sich ins Erwachsene sein zu denken. Das finde ich interessant. Das ist kein Text, also ich interpretiere das jetzt, wenn ich darf. Ist kein Text, so habe ich das gehört, der jetzt sich in die Erwachsenenwelt versetzt, sondern ein Text, der im Jetzt ist, aber in diesem Jetzt unglaublich antizipiert. Mhm. Ja.
Ja, so meine ich das. Also eigentlich diese Statuspassage meint, dass man sein Konzept aus der Kulturanthropologie, wo man davon ausgeht, dass man eine Rolle, die festgeschrieben ist, was darf man als Jugendliche und welche Aufgabe hat man zu erfüllen, zum Beispiel in die Schule gehen, eine Ausbildung machen, den Eltern gehorchen und was oder mit den Jugendlichen, mit den Freunden abhängen und Spaß haben. Mhm. Und was hat man zu tun als Erwachsene? Ja. Beruf, Familie, wie auch immer. Und dieser Übergang, der ist natürlich einer, der klassisch gesehen sehr rituell geformt war, sehr institutionalisiert und mittlerweile sehr porös geworden ist. Ne? Und erfordert vielmehr auch eine selbstreflexive Arbeit. Und dieser Text macht das, ohne dass er so intellektualisiert. Das ist das Schöne an dem Text. Ja. Spannend zu hören von außen, weil ich kenne ihn ja noch. Hast du Lust? Ja, wie alt war ich damals? 14, 15? Es steht irgendwo drauf, glaube ich sogar. Ne? Es steht drauf. Da links ist es. Und ja, genau, als 14-Jähriger habe ich den Text geschrieben. Wie die Zeit vergeht. Ja. 2008. Ja, ich bin mittlerweile 24, also 10 Jahre ist das her. Ja. Und ja, wie du auch erwähnt hast, es waren damals eben die Punkte, die ich hier im Text geschrieben habe, wichtiger. Und ich glaube nicht, dass ich jetzt aus der heutigen Sicht noch einmal den Text durchschreiben würde, wie ich es geschrieben habe. Aber ich lese mal. Der Titel von dem Text heißt Irgendwann wieder Fußball spielen. Also ich bin immer noch Fußball begeistert. Also wirklich. Und damals habe ich auch sehr gerne Fußball gespielt. Ja, ein Afghaner in Niederösterreich, der 14-jährige Mojtaba Tawakkoli, ist ein unbegleiteter minderjähriger Flüchtling und besucht eine Hauptschule in Mödling. Ich bin mit meinem Bruder aus Afghanistan geflohen. Er ist bei der Überfahrt im Meer ertrunken. Ich kam alleine ins Flüchtlingslager Treiskirchen. Seit einem Jahr lebe ich in einem Heim der evangelischen Diakonie in Mödling. Asyl habe ich bisher noch nicht bekommen. Für mich gilt Paragraph 8. Das heißt, dass ich für ein Jahr bleiben darf, dann wird wieder neu entschieden. Im Heim lebe ich mit 38 anderen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Sie kommen aus der Mongolei, aus Afghanistan, Nigeria und aus dem Kosovo. Ich versuche mit allen Deutsch zu sprechen. Deutsch ist die Sprache, die ich für meine Zukunft brauche. Wenn einer kein Deutsch versteht, spreche ich Englisch. Das habe ich von meinem Bruder gelernt. Im Internet lese ich die Nachrichten der BBC, am liebsten in Persisch. Das ist meine Muttersprache. Das ist meine Muttersprache, da ist ja ähnlich. Ich liebe Fußball. Jeden Dienstag und Mittwoch schaue ich mir die Spiele der Champions League im Fernsehen an. Bis zum vergangenen Herbst habe ich selbst gespielt. Das war beim ersten SV Kuntramsdorf als Stürmer. Doch im November musste ich operiert werden, weil mein linkes Bein seit einem Unfall verkürzt ist. Deswegen muss ich im Rollstuhl sitzen, aber mit Krücken kann ich auch gehen. Irgendwann werde ich wieder Fußball spielen können. Sehr wichtig für mich sind Marion und Bernhard, meine Partner aus dem Projekt Connecting People. Sie holen mich am Wochenende nach Wien und auch wenn ich länger schulfrei habe, bin ich bei ihnen. Von meiner Operation haben wir in Salzburg in Werfenwenk eine Wanderung durch den Schnee gemacht. Die Berge hier begeistern mich, aber Skifahren möchte ich lieber nicht. Ich bleibe Fußballer. Was mit meinen Eltern passiert ist, weiß ich nicht. Das Rote Kreuz hat uns vor kurzem benachrichtigt, dass nicht mehr nach ihnen gesucht wird. Ich weiß nicht, in welchem Land meine Familie jetzt lebt. Später möchte ich Arzt werden oder etwas mit Medikamenten machen. Jedenfalls will ich Menschen helfen, weil ich gesehen habe, wie wichtig es ist, dass einem jemand hilft. Ich hoffe, dass ich in Österreich bleiben darf, denn wenn man hier etwas wirklich machen will, dann kann man das auch. Das ist in Afghanistan nicht so. Also... Gut. Danke, Mustafa. Ja, sehr gerne. Ich bin
Ich fahre mittlerweile sehr, sehr gerne Ski. Also ich muss. Ich bin doch nicht beim Fußball geblieben. Also ich muss mindestens 1-2 Mal im Jahr Ski fahren, ansonsten bin ich gar nicht zufrieden mit mir selbst. Also Fußball ist auch mittlerweile eine Geschichte. Also Geschichte, weil zu dem komme ich auch nicht so oft. Und Arzt, ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, Arzt zu werden. Aber ja, Arzt bin ich auch nicht geworden, oder ich studiere nicht Medizin, sondern bin eher in der Forschung unterwegs. Medikamentenforschung. Mit Medikamenten habe ich was zu tun, werde ich was zu tun haben in der Zukunft, aber ich studiere Neurowissenschaften. Aber ja, Arzt als Medizin habe ich nicht studiert. Oder 2013, nachdem ich maturiert habe, habe ich überhaupt nicht darüber nachgedacht, Medizin zu studieren, weil es gar nicht für mich in Frage gekommen ist. Von dem her, ja, als 13- oder 14-Jährige habe ich sehr intensiv darüber nachgedacht, Medizin zu studieren. Oder, ja. Oder für mich stand immer im Vordergrund, dass ich Menschen helfe, und das habe ich anscheinend nur mit Medizin machen können. Aber mittlerweile weiß ich, dass es nicht nur mit Medizin möglich ist, sondern mit jedem Beruf oder sonst. Ja. Weil du hast vorhin von Identitätssuche gesprochen. Mhm. Und das vielleicht damals, kann ich jetzt nicht so, habe ich es nicht so in Erinnerung, aber mittlerweile ist es auch sehr ein großes Thema bei mir selbst oder erst bei den Menschen, die zum Beispiel nach Österreich kommen, dass man sehr stark merkt, dass sie mal wissen, wer sie sind, und dass sie als erstes mal versuchen, hier in der Gesellschaft Fuß zu fassen und sozusagen einen Platz zu finden. Und es gibt natürlich auch Grenzen, wenn man jetzt von Grenzen spricht, ob man diese Grenze überwinden kann, hier ein Teil der Gesellschaft zu sein, wird man einem das erlaubt sein oder nicht? Oder wird es einem die Möglichkeit gegeben, diese Grenze zu überschreiten? Und eben hier Fuß zu fassen oder hier sich als Teil dieser Gesellschaft zu betrachten oder nicht. Und ich habe ein sehr starkes Gefühl, das ist ein sehr wichtiges Thema auch bei den Flüchtlingen ist. Ein sehr, sehr starkes Thema, das einen wirklich nachhaltig auch beschäftigt oder die Zukunft dieser Person nachhaltig mit färbt, sozusagen, mitbestimmt. Weil, und viele zum Beispiel, die als Flüchtlinge nach Österreich kommen, haben einen Identitätskonflikt, einen sehr, sehr starken Konflikt, weil sie wissen nicht, okay, wenn sie als Minderjährige kommen, wachsen sie in zwei unterschiedlichen Gesellschaften auf. Und hier, vor allem wenn man ohne Eltern lebt, hat man eine gewisse Freiheit oder nicht jemanden bei sich, der einem sagt, okay, ist das gut für dich, oder mit der du auch deinen Alltag besprichst und Meinungen holst von dieser Person. Und dieses Thema, es ist ein sehr, sehr starkes Thema auch bei den Flüchtlingen. Bei mir war es in den letzten 3 Jahren sehr wichtig und sehr mitbestimmend, sozusagen, was meine Zukunft jetzt anbelangt. Ich glaube auch bei den anderen, also wenn ich jetzt so mit den Jugendlichen spreche oder mit den anderen Flüchtlingen, da merke ich sehr stark, dass dieser Identitätskonflikt präsent ist und für viele zum Beispiel das über Jahre hinweg ein wichtiges Thema ist. Also mir geht es so, ich kann das zwar anerkennen oder noch
noch deutlicher gesagt, zur Kenntnis nehmen, dass es für viele Menschen und gerade dann, wenn sie Flüchtlinge sind, ein Problem ist, ihre Identität, ihre Identität bewusst zu werden. Die Fragen, die sofort mir dann im Kopf auftauchen, wenn ich das höre, ist, dass wer sich ein Mensch, der sich zur Flucht entscheidet, weiß im Vorhinein und er setzt diesen Akt gezielt und mit Wunsch, mit allen möglichen Ideen und Wunschvorstellungen und möglicherweise auch idealisierten Wunschvorstellungen, dass er von seinem, wenn man so will, von seinem Ursprung, dass er dann den verlässt und woanders hingeht. Insofern kann ich das, relativiert sich das bei mir. Ich habe einen guten Freund, der ein Literaturwissenschaftler, der hat einmal in einer Diskussion, hat er gesagt, wie es um dieses, auch um das Thema von Identität gegangen ist, im Zusammenhang mit Leuten, die immer ihre Wurzeln suchen, der hat mal dazu gemeint, also aus seiner Sicht ist es gar nicht so wichtig, welche Wurzeln man hat, sondern viel entscheidender ist, dass man auf seinen zwei Beinen stehen kann, dort, wo man ist. Und letztlich, und das jetzt zu der Frage, und jetzt drehe ich das einmal sehr, nehme ich das mal sehr persönlich, was heißt zum Beispiel für mich zu einer Gesellschaft dazugehören? Ist das die Frage, wenn ich sage, ich bin Österreicher? Das für mich heißt das nichts anderes, als dass ich einen österreichischen Reisepass habe, dass ich eine Staatsbürgerschaft habe, dass ich zum Beispiel als ein linker Intellektueller in dieser Gesellschaft, ich kann mich zwar bewegen und ich kenne mich aus, aber ob ich tatsächlich zugehörig bin zu dieser Gesellschaft, beispielsweise einer Gesellschaft, die zunehmend nach rechts geht, das will ich einmal ernsthaft bezweifeln. Und ich fühle mich dieser Gesellschaft nicht zugehörig. Und ich erinnere mich, als in Österreich dieser alte Faschist Waldheim die Wahl gewonnen hat, habe ich, wenn ich irgendwo im Ausland war, immer mich davor gehütet, bekannt zu geben, dass ich aus Österreich komme. Ich habe immer gesagt, ich komme aus Wien. Dazu kommt, dass Wien ohne dies viel bekannter ist als Österreich. Aber es ist natürlich eine sehr luxuriöse Position, wenn man sie vergleicht mit der von Mostafa, der nicht einmal wählen darf, im Gegensatz zu dir. Also das, da gibt es ein paar Fragen noch vorher. Ne? Bevor man sich diesen Luxus leisten kann, zu sagen, ich gehöre nicht dazu, musste man zuerst einmal dazugehört haben. Ist klar. Also ich habe das deswegen, vielleicht habe ich das nicht deutlich gemacht, um zu zeigen, dass also selbst dort, wo es eine klare Zugehörigkeit, eine klare Identität gibt, diese zugeordnete Eindeutigkeit von mir dann als Individuum ohne dies immer wieder überschritten wird und weggelassen wird. Das heißt, ich differenziere sehr deutlich. Auf Basis einer sehr sicheren Zugehörigkeit. Klar. Das ist die Frage, ob es eine. Aber das wäre nicht das Thema. Aber wenn, ich glaube, jetzt nur von dem Text und von denen, die wir halt gelesen haben, oder die ich so gelesen habe, in den Büchern, wo es um, also die von Menschen mit Fluchthintergrund sind, ich glaube, da geht es viel um, ich weiß es nicht, weil ich nicht geflüchtet bin und ich habe einen österreichischen Pass, aber ich glaube, da geht es mehr um Boden. Also ich glaube, da geht es eben gar nicht um diese Luxusfrage, ich habe einen österreichischen Pass, aber gehöre ich da dazu oder nicht, weil ich habe auch einen österreichischen Pass und manche Dinge verstehe ich immer noch nicht. Also manche österreichischen Sachen gehen bei mir nie auf, aber ich glaube, dass es da mehr um Boden geht, um so einen Grundsatz. Das auf beiden Füßen stehen zu können. Ich frage mich, wie man das macht, wenn man so, vor allem so jung auch geflüchtet ist. Also was mich mal, wo... Ich glaube, da fehlt einem irgendwie die Basis und das Fundament. Bitte. Du
Das macht mir gar nichts aus. Ja. Ich glaube, ja. So ist es eben gemütlich. Ja, genau. Ja, aber darf ich sagen, was Mostaber sagt, ist ja, finde ich, sind zwei Dinge interessant. Das eine ist ja, er spricht über Grenzüberschreitungen sehr stark, also vom Fußballer zum auch Skifahrer. Echte Grenzüberschreitung. Echte Grenzüberschreitung, ja. Und weil das sind zwei Welten, ja, die sich sehr abgrenzen. Ja, die, und das Zweite ist, und das finde ich zu dieser Frage der Identität, der Wilhelm Flusser, dieser tschechische Philosoph, der hat ja sehr interessante Überlegungen zur Migration. Und eine interessante Überlegung ist, dass er sagt, dass was Menschsein auszeichnet, ist ja nicht, dass man verwurzelt ist, sondern dass man sich aus seinen Wurzeln lösen kann. Das ist ja die Qualität des Menschseins. Das steht aber nicht im Widerspruch dazu, dass man sich wiederum auf Bedingungen einlässt oder dass man eben diese Verwurzelung sucht. Aber die Qualität besteht darin, dass man sich davon lösen kann. Das ist eigentlich die interessante Figur und damit arbeitet er. Ja. Und ich denke mir, das ist auch ein bisschen in diesem Text, ja, weil der Text ja existenziell ist. Ja. Ich meine, das ist eine starke Erfahrung, den Bruder zu verlieren, die nicht zu wissen, wo die Eltern sind, vom Roten Kreuz mitbekommen, es wird nicht mehr gesucht. Ja. Also das, und da ist diese Doppelbewegung, die in dem, die Sie schildern in Ihrem Text, finde ich sehr, die erinnert mich an diesen Wilhelm Flusser. Ja, zu sagen, das, was Menschsein ist, ist das Lösen, das sich frei machen, das frei sein können, aber auch das sich zurück vergewissern. Ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. Und das ist eine interessante Frage. Und das ist ein bisschen das, was du schilderst. Es geht uns, glaube ich, allen ein bisschen. Also was du jetzt gesagt hast, erinnert mich so an die klassische hegelische Dialektik, nämlich die These, die Antithese und die Aufhebung des Widerspruchs, in der Aufhebung, und im Deutschen merkt man das sehr deutlich, sind ja zwei Bedeutungen enthalten. Das eine ist die Überwindung und parallel im Wort Aufheben steckt ja auch die Idee der Bewahrung. Also im Stande sein, auf zwei Beinen stehen zu können. Einmal ist das eine, mal ist das andere das Standhand, das andere das Spielbein. Und mir ist das aufgefallen, wie er von dem Übergang vom Fußball zum Skifahren. Beim Fußball braucht man beide Beine, beim Skifahren braucht man beide Beine. Aber trotzdem sind die nicht ident und sind sie nicht dasselbe. Ich kann es nur für mich sagen, weiß ich nicht, ob es auch für den anderen zutrifft oder nicht. Wenn man jetzt sich von den Wurzeln loslösen möchte, dann muss man ja wissen, was diese Wurzeln sind, damit man sich loslösen kann. Das ist der Punkt. Und das ist, finde ich, schon wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, dass man sich im Klaren ist, okay, was sind meine Wurzeln? Woher komme ich, wohin gehe ich? Und dann, um zu entscheiden, will ich mich zum Beispiel, will ich mich loslösen oder nicht, damit ich mich adaptieren kann an die neuen Gegebenheiten. Jetzt zum Beispiel in der Gesellschaft, ich bin jetzt niemand, in der afghanischen Gesellschaft, sondern ich bin in Österreich, es sind ganz andere Dinge, andere Grenzen zu beobachten, zu beachten und so weiter. Und das ist zum Beispiel sehr wichtig in der Psychologie, aus dem Grund, weil wenn zum Beispiel Flüchtlinge traumatisiert sind, müssen sie sich ja mit der Vergangenheit auseinandersetzen, damit sie zum Beispiel damit sie in die Zukunft schauen können. Und insofern ist es für mich schon wichtig zu wissen, was die Wurzeln sind und von was möchte ich mich loslösen oder möchte ich nicht. Und das gibt einem
schon, also erst dann wird es einem wirklich viel klarer, okay, wo möchte ich dann hin, wenn ich jetzt weiß, das sind die Wurzeln, wo möchte ich dann hin, das ist... Wobei ja dazu kommt, dass das eine ist die persönliche, subjektive Frage, die man sich stellt, die wir uns alle stellen, und das andere ist die Gesellschaft, die uns etwas zuweist. Ja. Und das ist ja auch die Frage, hat man welchen Status? Ja, genau. Darf man wählen oder nicht? Darf man Skifahren oder nicht? Das ist, was zahlt man dafür? Das sind Fragen, wo die, wie wird man etikettiert, kategorisiert? Und das ist gerade, wenn man jetzt in diese Grenzüberschreitung erlebt, die auch mit administrativen Kategorien verbunden ist, zu sagen, du fällst in diese Schublade und daher bist du so und wir betrachten dich, ist natürlich das eine Beziehung, die ganz wichtig ist. Also die auch diese Suche oder diese subjektive Perspektive wahrscheinlich sehr in irgendeiner Form auch beeinflusst. Zumindest gibt es eine Interaktion damit. Ja. Mir ist jetzt noch, es gibt auch so eine Facette, die mir wichtig ist, weil nämlich ich will nicht, dass jetzt unser Gespräch so einen irgendwie zynischen Charakter bekommt und denke nämlich so an die aktuelle politischen Entwicklungen in Europa, nicht nur in Europa, ob das die Europäische Union ist, ob das die USA ist, wo ständig neue, bildlich neue Grenzen gezogen werden, die nämlich mehr als nur symbolisch Mauern, Zäune, Bilder, die ich von mir habe, etwa der Zaun in Melilla, wo Hunderte versuchen, die Grenze überschreiten zu können und mit Glück eine Handvoll es schafft, und, oder die Mittelmeerroute. Ja, also das ist mir wichtig, und damit das nicht so einen sage ich jetzt mal, individualisierenden und individualistischen Identitätsdiskurs, sogenannten Diskurs hineinkommt. Darf ich das aufnehmen? Ja, es ist so aufgelegt. Ich habe da ein politisches Souvenir mitgebracht. Reden wir über unsere Grenzen. 1000 Bierdeckel. Hinten steht drauf, eine Mehrheit gegen rechts. Es bleibt dabei. Die haben wir vor 8 Wochen drucken lassen in der Gruppe. Es bleibt dabei. Mit anderen Texten reden wir über unsere Zukunft, reden wir über unsere Demokratie, reden wir über unser europäisches Österreich etc. als Anregung zum Reden bei Tafeln, bei Tafelgesprächen. Die Mehrheit gegen rechts, da haben wir am Sonntag eine Grenze überschritten. Bekommen. Fällt mir, ja, oder wir wurden mit über diese Grenze geschleift. Ne? Ja, genau. Mittlerweile ist klar, 58% oder 57% ein bisschen was sind sozusagen diese Mehrheit. Und die ist rechts, die ist nicht die Mehrheit gegen rechts. Damit müssen wir leben. Das wäre ein Thema, das wir da noch aktuell aufgreifen. Damit müssen wir schon sehr lange leben. Wenn der Wiener Sekretär der Sozialdemokratie, der jetzt Landtagspräsident ist, hat er in einer Diskussion das sehr genau analysiert, dass es diese Mehrheit, außer die drei absoluten Mehrheiten von Kreisky und die erste relative und dann noch einmal, dass es eine Mehrheit rechts von der Mitte, circa mit, weil ich mich erinnere, so 54-46 immer gegeben. Das waren Ausreißer-Ausnahmen. Aber wir haben im letzten Jahr... Können Sie es noch näher ausführen, weil es ja nicht notwendig ist. Das Publikum kommt dazu. Genau. Ja. Das Publikum mit. Darf ich da einwenden? Allerdings rechts und links. Und was wir jetzt haben, ist ja nicht nur rechts, einfach nur konservativ-bürgerlich, sondern jetzt haben wir eine rechtsextreme, ganz extreme, und die zu 60%. Ja. Und wir haben
bis zu diesem Sonntag ein bisschen uns in der Illusion gewickt, die aus dem Van der Bellen, die aus dem Van der Bellen-Wahlkampf kommt. Da gab es ja eine andere Mehrheit. Die Frage ist, ob das eine Mehrheit gegen rechts war damals, aber es war immerhin eine Mehrheit gegen einen Rechtsextremen. Also das offenbar sind Grenzen schwimmend. Ich war sehr oft, wenn Sie wollen, im 10. Bezirk in der Amaliensauna und sehr viel im 15. Bezirk. Und wenn Sie dort mit den Leuten gesprochen haben, erinnere dich, vor 10 Jahren war für mich die Entwicklung klar, wie sie war. Leider. Vielleicht. Ja, freut er mich, aber gar keine Leute. Wollt ihr noch weiter bevorzugen? Nein. Ich bin noch nicht dazu gekommen, den unmittelbaren Anlass darüber zu sprechen. Das ist die aktuelle Nummer der Edition Le Monde, Grenzgebiete. Ich will zum Heft selbst jetzt nichts sagen zwei Sätze will ich doch dazu sagen. Die Edition Le Monde sind Sonderhefte der Le Monde Diplomatik, wo immer zu bestimmten Themen aus der Le Monde Diplomatik, die über Jahre erschienen sind, die werden zu einem Themenheft zusammengefasst. Das Interessante dabei ist, wenn man sich diese Artikel in der Zusammenfassung, entsteht ja auch so beim Lesen dann so eine Konzentration, ein Fokus des Blicks, da sieht man sehr deutlich, wie sich nicht nur journalistisch, sondern auch politisch Begriffe verändern, Konzepte verändern, wie, wenn man so will, die Welt selbst ununterbrochen und laufend in Veränderung begriffen ist und damit auch tradierte Vorstellungen und Grenzen und vermeintlich klare Grenzen eben dann auch überschritten werden. Ja, das wollte ich noch unbedingt anbringen. Wir gehen davon aus, dass das ein sehr interessantes Heft ist. Hast du irgendwas schon gelesen? Ich kenne einige der Artikel aus der Diplomatik, die nebenbei bemerkt ja auch auf Deutsch erscheint. Wird die Redaktion und bearbeitet wird die Diplomatik und auch die Edition Le Monde in Berlin von der Taz und von der Taz Stiftung, die ja eine ganze Reihe von Projekten immer wieder fördert, initiiert und fördert. Und die sowohl die Le Monde Diplomatik, also die Übersetzungsarbeit, wie auch die Zusammenstellung der Edition Le Monde passiert in Berlin und ist ein Ergebnis der Taz-Stiftung und wird auch von der Taz verwaltet. Und ich lade also ein, im Namen der Taz gibt es heute die ganz frisch gebackene aktuelle Nummer der Le Monde Diplomatik. Kann man hier zeigen. Ja, na, das ist die Edition. Ach so, die Edition. Und ja, auch die Le Monde Diplomatik habe ich dort am Tisch aufgelegt und ist für heute als kostenloses Leseexemplar von der Taz zur Verfügung gestellt. Die ist schon erhältlich, die deutschsprachige Ausgabe. Wichtig ist halt, dass wir im Grunde genommen das der Taz zu verdanken haben, dass es eine deutschsprachige Ausgabe ist. Darf ich einen Vorschlag machen? Natürlich geht es dann ein bisschen nicht auf dieser Sanktionshöhe, dass wir vielleicht doch, wenn man heute was wie für Anrufe bekommen hat und so weiter, ist eine unglaubliche Beunruhigung. Unfassbar. Die Leute schwanken, wird es 20% oder 40% wie in Polen oder Ungarn. Das ist dann, dass man nicht da. Aber ich würde gerne Ihre
oder vielleicht nicht die Widersacher, sondern doch ihre Meinung dazu hören. Da hat er mir sehr viel diskutiert. Mhm. Ich will noch eines sagen, ja, zum Thema, weil das ein bisschen untergegangen ist und weil auch die Edition Le Monde den Titel hat, Grenzgebiete, Mauern, Schmuggel und Reisefreiheit. Und da gibt es einen Begriff des Schmuggels, der mir am Herzen liegt, der aber im Deutschen problematisch ist, weil weil wir das assoziieren mit kriminellen Handlungen. Die Grenzüberschreitung ist aber, das habt ihr ja sehr schön in euren Texten auch geschrieben, die Grenzüberschreitung gibt es im Französischen den Begriff des Passeur. Und der Passeur ist derjenige, der die Grenze überschreitet, aber auch etwas mitnimmt. Ja? Also jetzt nicht nur im Sinne eines, natürlich etwas Verstecktes, was nicht legal ist, was vielleicht, wie auch immer, was vielleicht, was man verstecken muss, ja? Aber was clandestin ist. Aber das Interessante ist, dass die in der Grenzüberschreitung auch, also sich eben nicht nur die Identitätsfrage stellt, sondern die Frage stellt, was sozusagen auch mittransportiert wird. Und das halte ich für unsere Gesellschaft für hochrelevant. Also das ist für das Thema, ja, was kommt mit? Ja, und das, was mitkommt, ist ein Blick, sind Begriffe, sind Vorstellungen, ist eine frühe Sozialisation, sind Wahrnehmungen, Stimmungen und die verändern natürlich die Gesellschaft. Also ich glaube, dass daher ist jede Grenzüberschreitung hochrelevant für die Gesellschaft und ist natürlich in einem dialektischen Verhältnis zu den Grenzen, das ist schon klar. Ja. Aber das wollte ich nur hinweisen. Ich denke, das ist eine wichtige Facette dabei. Gut. Vielen Dank vorläufig. Wir werden jetzt uns im eher intimeren Rahmen bei Kaffee und Kuchen nehme ich das gerne auf, den Vorschlag. Wir verabschieden uns von unseren Sehern in der Schweiz und in Ostdeutschland.